Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr habt es ja mitbekommen, wir waren mittlerweile bei H&M, wir waren bei C&A und ihr habt danach geschrieben, Marc, bitte geh doch mal zu Jack & Jones. Schwenk. Dem Wunsch komme ich natürlich nach. An dieser Stelle vielen Dank an Jack & Jones, die das ermöglichen, dass wir heute in diesem wunderschönen neuen Store hier im Alexa in Berlin drehen dürfen. Ich nehme die Kamera und zeige euch so ein paar kleine Impressionen, was es so gibt. Werde die Sachen wieder anziehen. Ganz viel Spaß. Folgt mir einfach. Kommen jetzt die Impressions. Impressions kommen jetzt. Hallo. Impressions. Auch nochmal danke für diese ganzen Interaktionen. Ihr seht, ich gehe auf eure Wünsche ein. Wie viele Kommentare wirklich gekommen sind? Jack & Jones. Also, das scheint auf jeden Fall ein heißes Eisen zu sein. Also, schreibt gerne eure Wünsche auch jetzt in die Kommentare. Wo soll ich das nächste Mal gehen? Eine Empfehlung, die ich auf jeden Fall schon mal geben kann, sind diese Basics-Shirts. Ja, gerade auch hier eine richtig, richtig coole Farbe. Da muss ich sagen, bei Jack & Jones, die sitzen richtig gut und die haben wirklich eine super Qualität. Das werde ich auf jeden Fall auch gleich nochmal kurz mit rein, immer wenn ihr Basic-Shirts und egal, ob es jetzt in der Farbe ist, ob es weiß oder schwarz, schaut auf jeden Fall mal bei Jack & Jones vorbei. Kann ich sehr empfehlen. So Leute, ich habe mich gerade mal beraten lassen und ich empfehle es auch jedem da draußen mal, wenn ihr in einem Laden seid, sucht wirklich mal den Kontakt zu den Verkäufern, lasst euch mal so ein bisschen beraten. Die helfen euch oft weiter und manchmal kennen die noch so ein paar Sachen, die sieht man gar nicht im Laden, den hat man nicht so auf dem Schirm, deshalb nimmt das auf jeden Fall gerne mal in Anspruch. Ich habe mir jetzt mal zwei Outfits rausgesucht, die werde ich jetzt einmal anprobieren. Ihr seht auch mal eingeblendet, was etwas kostet. Bis gleich. Kommen wir zum ersten Outfit. Ich blende unten links immer ein, was die Sachen kosten. Hose 59,99. Einfach mal eine schlichte schwarze Jeans genommen, die nicht ganz so skinny ist, aber super bequem. Einfach echt, muss ich wirklich sagen, von den Hosen her top. Dann der Pullover, der eigentlich ein bisschen, ja, so mit den ganzen kleinen Details heraussticht. Super verarbeitet auch gewesen, eine Top-Qualität. Dann die Schuhe. Extrem bequem, das ist echt Leder gewesen, gerade jetzt für die Übergangszeit, auch für den Sommer optimal und man sieht es einfach, grauer Pulli, schwarze Hose, dann die Schuhe dazu, ich finde es ein richtig gelungenes Outfit, auch mit den Reißverschlüssen an der Seite, optimal. So, für die Leute, die mich mal mit Cappy sehen wollen, hier habt ihr mal was zu lachen, das ist der Grund, warum ich nie Caps trage, sie stehen mir einfach nicht, ich sehe damit relativ affig aus. Kommen wir zu einem T-Shirt. Hier sieht man, das sieht so aus, als ob das Ganze zwei Lagen hat. Da ist nämlich noch was drunter genäht, so mit den Streifen. Sitzt super oben an den Ärmeln. Ich muss wirklich sagen, ein großer Pluspunkt ist auf jeden Fall die Qualität. Ich war früher, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, Leute, ihr wisst immer, ich sage immer meine ehrliche Meinung, ich war früher das ein oder andere Mal nicht so überzeugt von Jack & Jones, war jetzt relativ lange nicht mehr in einem Laden drin. Ich muss sagen, mir gefallen die Sachen von der Qualität wirklich gut. Also man merkt richtig von der Verarbeitung, wie es sitzt, auch vom Sitzkomfort her, gerade was die Schuhe angeht, richtig, richtig gut. Auch das T-Shirt einfach ist richtig schön. Daumen nach oben an Jack & Jones für die Qualität, richtig cool. Ja, ich schaue noch mal ein bisschen rum, was ich noch als nächstes finde. Viel Spaß. Bei dem Outfit greifen wir das Camouflage-Thema noch ein bisschen auf. Es ist ja immer noch momentan mega angesagt. Hier haben wir so eine Jacke, die auch so ein paar Patches hat. Schaut mal, noch so ein bisschen mit drauf gestrickt. Hat mir sehr gut gefallen. Dann eine schlichte graue Hose vom Sitz perfekt. Auch ein bisschen weg. Der Trend momentan geht einfach weg von diesen krassen Skinny-Röhren-Jeans. Deshalb versuchen wir so ein bisschen weiter zu werden. Dazu ein ganz normaler Hoodie. Hier sieht man auch nochmal die Patches, Camouflage-Muster. Ich bin auch ein großer Fan davon, Hoodies zu tragen. Gerade die Leute, die auch die Haare wachsen lassen, können mich wahrscheinlich extrem gut verstehen, was das angeht. So Leute, jetzt habe ich nochmal einen richtig coolen Hoodie gefunden und dort drunter trage ich das Shirt, was ihr gerade gesehen habt. Ich liebe das hier einfach, diese Lagen, die man zusammen kombinieren kann. Dann ist noch ein Oberteil über, so ein bisschen Schichten übereinander. Jetzt gerade geht es ja noch in der Übergangszeit. Aber ich muss sagen, der Pulli ist
auch, sitzt auch richtig gut. Immer darauf achten, dass er besonders gut am Arm sitzt. Je enger, umso größer wirkt der Arm. Je enger die Sachen, holt ihr lieber ein S oder XS, dann wirkt es richtig gut. Rückenbasis, was steht da drauf? Limitless. Limitless. Wer kennt den Film? Schreibt es in die Kommentare. Ohne Spaß. Kennst du den Film? Limitless? Kennst du den? Wo die so eine Tablette nehmen und dann so voll die Brains werden. Guter Film, Limitless. Das ist richtig schick. Die Leute, ihr seid aufgerufen. Schreibt es in die Kommentare. Ich suche immer nach einer Tasche, weil ich die ganze Zeit so einen Hoodie hatte hier. Ihr seid aufgefordert. Schreibt bitte gerne in die Kommentare. Ich will eure Meinung wissen. Was gefällt euch nicht so gut. Der ist wirklich vom Tragekomfort, wie ich es eben erwähnt habe, schon richtig cool. Dann so ein richtig schönes Sommeroutfit und da bin ich auf eure Meinung gespannt. Es ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes oben, auch vom Muster her. Schreibt es wirklich gerne mal in die Kommentare. Die Hose hat mir extrem gut gefallen. Unten umgekrempelt, ein bisschen destroyed. Kann man nicht optimal kombinieren, auch mit den Schuhen, die ich anhatte und mit diesem Hemd. Perfekt für den Sommer. Dann haben wir noch ein Jeanshemd, aber nicht in dem typischen Ton, sondern hier mal in diesem Grau. Hat mir auch gut gefallen. Sollte auch jeder im Schrank haben. Ist so ein richtiger Klassiker, so ein Basic. Das war jetzt mal eine kleine Shopping-Tour bei Jack & Jones. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir bitte jetzt in die Kommentare, welches Teil fandet ihr gut, welches nicht so gut. Gerne auch einen Daumen nach oben geben, wenn ihr Bock habt, dass ich weiterhin sowas mache und... Jetzt in die Kommentare, welcher Laden ist der nächste, den wir gemeinsam besuchen. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Jack & Jones, die das Ganze möglich gemacht haben, dass wir wirklich heute mal unkompliziert drehen durften. Vielen Dank auch an das gesamte Team, wirklich eine sehr, sehr nette Beratung. Und für alle, die aus Berlin kommen, kommt mal ins Alexa, geht auf jeden Fall mal vorbei. Grüßt die Leute, sagt ganz liebe Grüße, ihr kommt von Marc Eggers, werdet ihr super beraten. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.